willkommen zu einem neuen Beitrag. Und hier noch einmal ganz schnell zur Erklärung. Dieses Format Gesellschaft, das ist ein Format aus den Anfängen dieses Kanals. Immer wenn ich Recherche betrieben habe für die eigentlichen Berichte, habe ich so viele komplett merkwürdige andere Meldungen gefunden, dass ich mir gedacht habe, daraus mache ich dann auch mal ein Format. Das hat dann nichts mit Mythen und Mystery zu tun, ist aber teils dann schon sehr schräg. Ja, und dieses Format, das habe ich wiederbelebt, das kommt dann sonntags, wo es normalerweise eh kein Video gibt. Und dann kann sich da noch keiner beschweren. Wen es nicht interessiert, der braucht es sich nicht anzusehen. Und wir fangen jetzt an mit der zweiten Ausgabe Gesellschaft für dieses Jahr. Während hierzulande jegliche Geschlechtsidentität bei einer möglichen Stellenausschreibung genannt werden muss, da läuft das in China so ein bisschen anders. Aber auch da ist man gerade so ein bisschen aufgeregt über die Stellenanzeige eines Unternehmens. In dieser Stellenanzeige wurde der Job beschrieben, dass man sich halt mit dem kompletten Office-Paket auskennen muss und dass man 4000 Yuan verdient und dass man sich nicht bewerben soll, wenn man im Sternzeichen des Hundes geboren wurde. Ja, das war dann wohl selbst für chinesische Verhältnisse so ein bisschen viel und es gab dann anklagende Worte von wegen Diskriminierung. Aber dieses Unternehmen konnte das Ganze rechtfertigen, denn der Inhaber, der wurde im Jahr des Drachen geboren. Und in China weiß man eben, dass Geborene im Jahr des Drachen nicht mit Geborenen im Jahr des Hundes klarkommen. Da hat man sich dann wieder etwas beruhigt. Ich meine, klar, jeder, der mal mit dem Hund spazieren war und dann einem Drachen begegnet ist, der weiß, das passt nicht. Ja, ich stelle mir diese Stellenausschreibung gerade hier bei uns vor, was dann hier gebacken wäre. Ja, jetzt mal eine freudige Nachricht für meine Kollegen Quipo und Peso. Ein englisches Bier mit Namen Bethier Fire, das dürfte den beiden gefallen. Das ist so stark, dass die Produzenten davor warnen, mehr als 35 Milliliter davon zu sich zu nehmen. Und das, um Schäden oder Vergiftungen zu vermeiden. Dieses Bier hat einen Alkoholgehalt von 75%. Das Bier selbst wird 2 Monate lang gebraut und dann mit reinem schottischen Spiritus vermischt. Und es soll so stark sein, dass es die Zunge taub macht und lähmt. Okay, letzteres ist jetzt nichts Besonderes. Ich kann euch garantieren, einen Abend mit Quipo und Peso und ihr merkt, dass nach 2 Stunden auch vom normalen Bier die Zungen gelähmt sind und man kaum noch was versteht. Und bei den beiden könnte ich mir vorstellen, dass sie die Flasche hier auf Ex reinziehen und hinterher noch sagen, gibt's hier mal was Anständiges zu trinken. Nehmen wir an, ich lade euch zum Essen ein und sage, hey, wenn ihr davon einen Löffel esst, dann stehen die Chancen 50-50, dass ihr sterben werdet. Würdet ihr da kräftig reinhauen oder würdet ihr sagen, nee, lass mal stecken? Ja, aber es gibt so ein Gericht, da ist genau das der Fall. Wenn ihr es esst, besteht eine 50%ige Chance, dass ihr daran sterben werdet. Ihr werdet nicht tot umfallen in dem Moment, wo ihr es esst, aber die Folge dieses Essens bringt euch dann um. Und so sterben den Berichten nach in Thailand daran auch jedes Jahr 20.000 Menschen. Zumindest nach Einschätzung der Mediziner ist dieses Essen die Ursache. Diese leckere Mahlzeit heißt Khoi Pla und sie besteht aus gehacktem Fisch und Zitronensaft, Kräutern und Gewürzen. Der Fisch ist dabei im Übrigen roh und da liegt auch so ein bisschen das Problem, denn der stammt aus dem Mekong-Becken und der ist sehr oft mit sogenannten Plattwürmern oder Saugwürmern befallen. Es ist seit langem bekannt, dass die eine der aggressivsten Krebsarten beim Menschen auslösen, das sogenannte Cholangiokarzinom oder auch Gallengangkrebs, der sogenannte stille Killer. Und wie die Mediziner sagen, daran verursacht durch diese Parasiten sterben in Thailand in dieser Region, wo dieses Gericht hauptsächlich gegessen wird, rund 20.000 Menschen jedes Jahr. Und sie warnen ausdrücklich vor dem Verzehr dieses Gerichtes und sie sagen, dass ein einziger Löffel das Ende sein kann. Es müssen nur diese Parasiten darin sein. Nun wissen das aber auch die Leute, die dieses Gericht essen. Und sie tun es trotzdem, zum Beispiel mit dem Argument, mit gekochtem Fisch schmeckt das aber nicht. Ja, und mit einem Argument, das ist ähnlich wie bei Rauchern und da weiß ich ja, wovon ich rede, kennt da jeder jemanden, der einen kennt, der trotzdem 95 Jahre alt geworden ist. Ja, das ist mal eine interessante Form von russisch Roulette. Ja, ich muss aber sagen, wir haben ja hier in der Community auch einige Leute, die in Thailand leben
Und so der ein oder andere hat dann schon mal geschrieben, ey Mütti, wenn du mal hier bist, komm vorbei, ich habe ein Zimmer frei, du kannst hier übernachten, ich koche dann auch was. Ja, das mit dem Essen überlege ich mir dann nochmal. Einige Menschen, die glauben ja an Wunder oder eben auch an Engel oder Schutzengel. Andere halten das alles für Blödsinn, aber es gibt Ereignisse, da kann man sich das irgendwie fast gar nicht mehr anders erklären als mit so etwas. In Frankreich, da ist ein 4-jähriger Junge aus dem 16. Stockwerk eines Hochhauses gefallen, 43 Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich nichts getan. Oder sagen wir, so gut wie nichts getan. Denn er hatte einen Kratzer am Bein. Im Krankenhaus wurde er dann untersucht und da hat man dann erkannt, dass er leichte Blutungen an den Nieren hatte und an der Lunge. Das war aber etwas, das konnte man tatsächlich medikamentös behandeln. Und ansonsten gab es keine Probleme, der war nicht einmal ohnmächtig. Wie ist das Ganze passiert? Der Junge ist Autist und der spielte in seinem Zimmer und plötzlich hörten die Eltern seine Schreie und dann wollten sie in das Zimmer, aber die Tür war verschlossen. Die Eltern gehen davon aus, dass er sich da selbst eingeschlossen hat und halt nicht mehr wusste, wie man den Schlüssel in die andere Richtung dreht, um die Tür wieder zu öffnen. Der Vater trat dann die Tür ein, um in das Zimmer zu gelangen und sah noch, wie sein Sohn aus dem Fenster kletterte und abstürzte. Das dürfte wohl der blanke Horror für die Eltern gewesen sein. Der Junge fiel dann 43 Meter in die Tiefe und landete dann auf dem Dach einer Apotheke. Das ist das, was ihr hier seht. Völlig geschockt rannten dann seine Eltern hinunter und der Vater kletterte auf das Dach und fand dort seinen Jungen vor, dem es soweit gut ging. Es ist für niemanden erklärbar, wie der Junge das überleben konnte. Es wurde dann die Vermutung geäußert, dass unter Umständen, weil auf dem Dach der Apotheke Gras wächst, das Ganze ein bisschen abgefedert wurde. Aber ich glaube, wenn man aus 43 Metern auf eine Wiese stürzt, macht das auch nicht viel aus. Die Mediziner vermuten, dass auch die Flexibilität des Jungen dazu beigetragen hat, dass er das Ganze irgendwie überlebt hat. Aber so wirklich erklären kann man sich das eigentlich nicht. Ja, und ich persönlich halte es dann nicht für verwunderlich, wenn da einige in dieser Gegend, wo dieser Junge wohnt, davon ausgehen, dass da ein Schutzengel an seiner Seite war. Es gibt Dinge, da denkt man so, hups, weil man die selber macht und eigentlich noch nie über die Folgen, die es haben könnte, nachgedacht hat. Wie die South China Morning Post meldet, musste einem Mann jetzt ein Auge amputiert werden, weil er eine Fliege kaputtgeschlagen hat. Die ist da irgendwie auf seinem Gesicht gelandet und dann hat er sie zunächst verscheucht. Und dann ist sie wieder dort gelandet und dann hat er zugeschlagen und sie war platt. Nun scheint es aber so zu sein, dass Fliegen eine ganze Menge Bakterien in sich tragen und die sind dann irgendwie in das Auge des Mannes geraten. Ja, und dann hat sich da eine Infektion ausgebreitet, die man nicht stoppen kann. Das geht nur, wenn man die betreffenden Körperteile eben amputiert. Und in diesem Fall war es das Auge, was dringend passieren musste, damit diese Infektion nicht auf das Gehirn oder auf den Rest des Körpers übergeht. Hat von euch schon mal irgendwer darüber nachgedacht, wenn er eine Mücke plattgeschlagen hat oder eine Fliege? Also ich nicht. Schaut euch diesen jungen Mann hier mal an. Offensichtlich ein Jugendlicher, vielleicht so 15, 16 Jahre alt. Sollte man denken, aber das ist Brandon May und der ist jetzt 35 Jahre alt. Ja, nun könnte man denken, das ist alles Veranlagung und toll, dass der so fit und jung aussieht, aber das ist nicht so direkt der Fall. Brandon hat mit 15 Jahren sein Leben komplett umgestellt. Er hat sich so gut wie nie dem Sonnenlicht ausgesetzt. Nie geraucht, keinen Alkohol getrunken und jede Nacht mindestens 8 Stunden geschlafen. Zucker und Kohlehydrate hat er komplett weggelassen und er hat sein Leben praktisch damit verbracht, sich darüber zu informieren, wie man sich seine Jugend bewahrt und das hat er mit 15 Jahren angefangen. Ja, und was hat er jetzt davon? Ja genau, was hat er jetzt davon? Vielleicht kann man das hier einer von euch erklären, der sieht jetzt aus wie 16 und hat davon, ja was? Ich schätze mal Bunga Bunga hat er auch noch nie gemacht, weil erwachsene Frauen in seinem Alter eher nicht mit Jungs ins Bett steigen, die aussehen wie 15. Und wenn er mit seinem tatsächlichen Alter mit Mädchen ins Bett geht, die so 15, 16 sind, ist das auch wieder irgendwie bedenklich.
Also, was bringt das Ganze? Irgendwie scheint bei dem, meiner Meinung nach, so irgendwas im Oberstübchen nicht ganz zu stimmen. Meine Lebensphilosophie, die lautet ja, wer reich und gesund stirbt, der hat irgendwas falsch gemacht. Wisst ihr, manchmal denke ich mir, was ist eigentlich los auf diesen sozialen Plattformen wie TikTok und YouTube und wie sie alle heißen? Da werden Dinge getan, um Klicks zu bekommen, das kann man kaum noch fassen. Gut, ich meine, ich tue da meinen Teil auch zu bei, ich kommentiere die Videos hier immer völlig nackt, aber irgendwie habe ich dadurch auch noch nicht mehr Klicks bekommen. So, aber jetzt mal ernsthaft, diese beiden Prachteltern, die haben da wieder etwas gebracht, wo ich mir denke, eigentlich müssten die in den Knast dafür. Die haben ihr Kind in ein Auto gesetzt, haben die Tür zugemacht und dann hat sich nach einer gewissen Zeit die Zentralverriegelung selbst geschlossen. Bei manchen PKWs ist das so. Dummerweise lag der Schlüssel aber im Fahrzeug. Und noch dummererweise war es ein sehr heißer Tag. Und ganz dumm war, dass dieses zweijährige Kind dort in diesem Auto saß und natürlich die Temperatur darin immer weiter stieg. Anstatt nun Hilfe zu holen, zum Beispiel die Feuerwehr, die so eine Tür aufbricht, oder einfach die verdammte Scheibe einzuschlagen, haben die Eltern damit begonnen, ihr Kind zu filmen, wie es in der brütenden, immer weiter steigenden Hitze des Fahrzeugs sitzt und nicht weiß, was es tun soll. Und wie sie dabei einem zweijährigen Kind zu erklären versuchen, wie man mit dem Türgriff die Tür aufmacht. Nur, um das Ganze dann auf YouTube hochzuladen. Mit dem lustigen Titel »Unser Kind im heißen Auto«. Irgendwann, wo sie dann genug Aufnahmen hatten, um daraus dann ein klickbringendes Video zu machen, haben sie dann mal Hilfe geholt. Dieses Foto, das ihr hier seht, das stammt vom Entschuldigungsvideo, denn die haben da in den Kommentaren richtig Feuer bekommen. Nicht ausreichend, meiner Meinung nach. Eigentlich gehören die in den Knast oder so bei 90 Grad mal 2 Stunden in die Sauna, damit sie mal wissen, wie das so ist. Aber es geht noch einen Tacken schlimmer. In Japan. Wie auch immer es passiert ist, wurde der Hals eines Kindes in so eine elektrische Fensterscheibe eingeklemmt. Und aus irgendeinem Grund ließ sich diese Scheibe dann nicht mehr absenken. Nun war das Kind mit dem Hals eingeklemmt und drohte zu ersticken. Die Mutter hat dann die Feuerwehr gerufen. Die kam zu spät, da war das Kind leider schon erstickt. Aber auf die Frage, warum die Mutter nicht einfach die Fenster eingeschlagen hätte, da antwortete sie, dass so eine Scheibe sehr teuer sei und sie sich keine neue leisten könnte. Ja gut, ist natürlich ein verständliches Argument, so ein Kind kann man ja immer wieder neu machen. Ich kann da ja nicht so richtig mitreden, aber es gibt Gelegenheiten, da denke ich mir, so ein Elternführerschein oder eine Elterntauglichkeitsprüfung wäre ja teilweise schon angebracht. So etwas ist kaum zu fassen. KI, meine Lieben, wir wissen ja, ein gefürchtetes wie auch ein geliebtes Thema. Man kann es nicht mehr leugnen, die KI zerstört Jobs. SAP hat verkündet, dass sie in naher Zukunft alle Stellen durch KI ersetzen will, die dann nur noch von wenigen Menschen gesteuert werden. In den USA verlieren im Augenblick jeden Monat 3.000 bis 4.000 Menschen ihren Job und werden durch eine KI ersetzt. Und bei BMW und anderen Firmen arbeiten derzeit die ersten humanoiden Roboter, die KI-gesteuert sind und die Arbeit verrichten, die Menschen machen sollten. Und die Testläufe mit diesen KI-Robotern, die waren so erfolgreich, dass man schon überlegt, wen man damit jetzt alles so ersetzen kann. Das ist die Realität und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Aber der Eingriff in das alltägliche Leben geht weiter. Jetzt gibt es sogar schon die erste Misswahl. Die Miss KI. 1500 KI-Modelle wurden eingereicht und 10 davon wurden ausgewählt. Und die Veranstalter, die haben das Ganze aufgezogen wie so eine richtige Misswahl, nur eben mit auf Großleinwand projizierten Bildern. Ich zeige euch jetzt mal hier so ein paar der Damenhüstel, die am Finale teilnehmen werden. Ja, liebe Mythenmädchen aus der Community, was soll ich sagen? Ich habe neulich einen Roman gelesen, da stand drin, die Frauen der Welt brauchte irgendwann niemand mehr. Es gab KI-gesteuerte Sexpuppen, man konnte mit ihnen auch wunderbar reden, gekocht und der Haushalt wurde von Haushaltsrobotern gemacht, Kinder wurden im Labor gezüchtet oder geklont und irgendwann gab es dann nur noch die Männer auf dem Planeten. Und als die Frage kam, warum das Ganze mit den Frauen passiert ist und nicht mit den Männern, da wurde dann gesagt, weil Männer die Technik entwickelt und gemacht haben.
Ja, also kurz und knapp, befasst euch mal mit KI und entwickelt dann neue Techniken, damit ihr nicht aussterbt. Ja, mal ganz ohne Blödsinn, ich sehe da üble Zeiten auf uns zukommen, was KI betrifft. Und da rede ich jetzt nicht von dieser Spielzeug-KI, die ich benutze, um ein paar Bilder für die Videos zu machen, sondern ich rede von den KIs in professioneller Anwendung. Naja, schauen wir mal, was auf uns zukommt. Was jetzt auf euch zukommt, ist das Ende des Videos. Ihr wisst ja, Los Kurzhirnbochus bei MacMythenmetzger. Ja, deshalb bin ich jetzt hier durch. Und wenn euch dieses Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.